Guten Morgen. Ja, das bin ich, Gabriele Loser. Ich bin Kunsttherapeutin. Ich bin Lebensberaterin. Ich habe ein Therapiehundeteam mit Aurora gegründet, meiner Malteserhündin. Und ich begleite vorwiegend Frauen auf ihrem Weg. Und das macht mir sehr viel Freude. Und all das, was ich hier in meinem Bildungsweg meines Herzensbusiness gelernt habe, ist Teil davon. Das packe ich hier ein, je nachdem, was halt die Runde braucht, die Frau braucht. Also ich biete auch Frauenkreise an und das macht mir besonders viel Freude, weil da einfach das Feld für die Frau da ist, für jede Einzelne, aber im Miteinander auch. Und das ist ein so wesentlicher Punkt, der uns Frauen unterstützt, also das Sein mit anderen Frauen, da entsteht ein Feld, wie soll ich sagen, eine Energie, die uns miteinander trägt, die uns in so eine heilsame Stimmung, Schwingung bringt. Und die Frau ist eben vom Wesen her ein fühlendes Wesen und ein kreatives Wesen und so ist auch genug Platz in meinen Settings, einzeln oder in der Gruppe, einfach die kreative Seite wieder mehr auszuleben, neu zu entdecken. Und all das ist eben ja, schon in der Kunsttherapie mit den vielen Medien verpackt, aber auch im Klang. Also Klangmassagepraktikerin bin ich und Klangtherapeutin. Und da gibt es auch ganz viele wunderbare Settings in der Klangpädagogik, wo wir mit den Klängen einfach so unser Wesen erforschen können und uns stärken, uns in eine Entspannung bringen können. Und das ist einfach eine Basis für uns Frauen, die wir eben dieses entspannte Sein einfach ganz, ganz wichtig brauchen, ganz dringend brauchen. Ja, und all das könntest du erleben, wenn du magst. Wir haben wieder einen Frauenkreis am 22.09. 17 bis 19 Uhr bei mir zu Hause in Stuckerau. Melde dich gern bei mir, ich kann dir gerne mehr erzählen. Und jede Runde, jeder Kreis ist anders im Sinne der Frauen, die eben dabei sind. Jede bringt eine neue, andere Energie mit und gemeinsam wird das wirklich immer wieder eine wundervolle Erfahrung. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Also dann melde dich bei mir. Ja, ich wünsche euch einen feinen Tag und alles Liebe, eure Gabriele.